So sollen die neuen Trikots aussehen. Mit dem sollen wir spielen? Und wenn wir aufgestiegen sind, will der Meister noch eine halbe Million zuschießen. Die neue Spieler. Naja, das ist wenigstens was. Könnte ruhig noch mehr sein. Aber erst einmal müssen wir das Spiel am Samstag gewinnen. Und dafür hat mir der Meister folgende Aufstellung. Mensch, was mischt denn der sich schon wieder ein? Der hat doch keine Ahnung. Der soll bei seinen Pillen bleiben. Ja, Meister hat das Kapital, deswegen ja, kann er bestimmen. Ja. Ruhe, hörst doch einmal zu. Tor, Birkensdörfer. Bravo, das geht, jawohl. Abwehr, Reisch, Hebermeier. Fritz. Wieso der Fritz? Der hat da sechs linke Füße. Aber ehrlich, genau. Grossitsch. Hebermeier, Libero. So ein Schmarrn, der kann doch nichts. Ja, wo bleibt im Ferstl? Ja, der Ferstl muss rein. Ja, ja. Mittelfeld und Angriff. Frenzel, Schreb, Leitner, Fürsten, Waldner, Sturmspitze, Meier. Ach, hey, die alte Knacker schießt doch überhaupt keine Tore mehr. Diese lahme Hand nur Sturmspitze. So ein Schmarrnspiel. Ja, wenn wir jetzt nicht gegessen, habt ihr so viel geredet. Ja, Rudi Ponninger ist unsere Sturmspitze. Rudi ist der einzige Richtige, der muss rein. Ruhe, Freunde. Hört doch einmal. Ach, geh, mit den lahmen Enden steigen wir doch nie ab. Ist doch ein Altersheim. Das darf doch nicht wahr sein. So kann man doch nicht spielen, Meier, Sturmspitze. Dann können wir ja gleich einpacken. Der Meister hat ja keine Ahnung. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt eine Katastrophe. Ruhe! Wenn wir uns nicht danach richten, dann brauchen wir den Aufstieg erst gar nicht versuchen. Dann zieht nämlich der Meister sein Geld zurück und wir kriegen keine Lizenz. Ach, der Meister presst uns, die Sau. Ja, der will sowieso bloß Reklame machen für seine Pillen. Von Fußball versteht er einen blassen Schimmer. Der soll sich doch mal zeigen, wenn er nicht so feig ist. Schreibt immer nur Briefe. Der weiß ganz genau, was ihm blühen würde. Der Scheißkerl hat die Hosen gestrichen voll. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden was unternehmen. Das machen wir mit ihm. Der Schwachkopf soll sich überlegen. Sonst werden wir aktiv. So spielt die Mannschaft auf keinen Fall! Aber wenn uns das wirklich nicht gefallen lassen, wir müssen was tun. Das habe ich ja schon immer gesagt. Bis Freitag haben wir noch Zeit. Das ist er. Das ist Mester. Der mit dem Anzug und dem dunklen Mantel. Ja. Jetzt geht er weiter. Steht er weiter da drüben. Der mit dem Blatt in der Hand. Ah ja. Das ist also der Meister. Ja. So sieht der Typ aus. Dem Mistkerl werden wir es zeigen. Also los und haltet euch an die Abmachung. Geht in Ordnung. Wenn Weiß-Blau in dieser bekloppten Formation spielt, stopfen wir dich mit deinen verdammten Herzpillen voll, Meister. Für den Aufstieg von Weiß-Blau. Na, das sieht doch ganz so aus, als ob sie ein paar junge Burschen einen üblen Scherz erlaubt hätten. Na, schöner Scherz. Fußballfanatiker sind zu allem fähig. Ja, zugegeben, sie machen große Sprüche, aber das darf man doch nicht ernst nehmen. Nein, es tut mir leid, als Morddrohung kann ich das nicht werten. Ja, Sie haben gut reden. Sie brauchen doch keine Angst zu haben, Herr Meister. Wie Sie meinen. Ich habe Sie jedenfalls informiert. Falls mir etwas zustoßen sollte, tragen Sie die Verantwortung. Schluss, aus, fertig. Das war doch wohl nicht alles. Die Jungs müssen härter ran. In der zweiten Liga muss sich sowieso einiges ändern. Ja, ich habe Ihnen schon 100-mal gesagt, dass der Bus ist.
Das ist er. Hallo, Meister, aufwachen. Hi, hi. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ja, ja, ja. Lass doch den Quatsch, ruf an. Hallo. Hallo, Meister. Hallo. Ja. Aufwachen. Ja. Stellen Sie sich nicht so an. Ja. Hast du es bald? Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ja. So, jetzt sprechen Sie mit dem Präsidenten. Sprechen Sie mit. Und lesen Sie ihm vor, was auf diesem Zettel steht. Ja. Ich habe mich überzeugen. Ich habe mich überzeugen lassen. Ich verlange, dass die Mannschaft. Was ist das für eine Mannschaft? Na los, lesen Sie schon. Ja, ich verstehe nicht. Was soll ich? Lesen. Hoffmann hier. Hallo, Hoffmann. Los, lies. Ja, was denn? Ja, lies, Kruzifix. Ja, ja, ich mach ja schon. Ich habe mich überzeugen lassen, dass. Ich verlange, dass die Mannschaft geändert wird. Andernfalls ziehe ich mein Kapital zurück. Für Hebermeier soll Ferstl Libero spielen, Brunninger soll für... Wer denn das? Wer spricht denn da? Brunninger soll für Meier Sturmspitze sein. Was soll denn der Blödsinn? Wer spricht da? Ja, wer spricht? Hier spricht Kettwig, Kriminalpolizei. Was soll denn der Unfug? Das... Ja, hören Sie, ich bin entführt worden. Und meine Entführer verlangen, dass ich die Mannschaft ändere. Treiben Sie nächstens Ihre Späße mit jemand anderem. Mein Gott, das ist gar nicht Meister. Wir haben den Falschen erwischt. Ja, das fürchte ich auch. Na, dann reden wir doch mal Tachles. Oh, weia, ein Bulle. Ach, du Schande. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir ihn jetzt umlegen. Bist du verrückt? Komm, wir hauen ab. Nicht doch. Schön hier geblieben. Ab! Junge, Junge, wie seid ihr bloß auf diese Schnapsidee gekommen? Hm? Und wieso habt ihr mich ausgerechnet für Meister gehalten? Und der lässt sich ja nie blicken. Er ist ja viel zu feig. Ihr konntet ja nicht wissen, wie er aussieht. Hm. Das ist einfach idiotisch, was der anstellt. Meier als Sturmspitze, Hebermeier als Libero. So gewinnen wir nie. Gut, davon verstehe ich nichts. Aber deswegen veranstaltet man noch eine kleine Entführung. Uns blieb ja nichts anderes übrig. Jetzt ist alles aus. Das Spiel ist verloren. Wir zwei kommen in den Knast. Gehen Sie ruhig ran. Na los. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Wer ist denn da? Wer wohl? Hat's geklappt? Habt ihr ihn? Ja, wissen Sie... Was ist nun? Habt ihr ihn? Ja, im Prinzip hat alles geklappt. Was heißt im Prinzip? Es ist alles glatt gegangen. Mir ist das in unserer Hand. Gut. Dann lassen Sie ihn mal etwas ins Telefon sprechen. Das geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Nun machen Sie schon. Er ist noch betäubt. Das Chloroform. Na gut. Dann läuft es wie geplant. Vergesst nicht, ihn zu Hause anrufen zu lassen, damit er nicht vermisst wird. Und auf keinen Fall vor Spielende freilassen. Ja, ist klar. Na dann auf den Sieg von Weiß-Blau. Weiß-Blau steigt auf. Moment. Ja,
Herr Gomez Ibanez. Wer? Caetano de Gomez Ibanez, genannt der Konsul. Hat der das Ganze organisiert? Na komm, 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 ich habe ihn doch am Sportplatz gesehen. Er ist ja direkt an mir vorbeigefahren. Der jedenfalls hat die Idee gehabt. Er hat uns angestiftet. Wisst ihr eigentlich, wer das ist? Einer vom Verein, nehme ich an. Verein? Ist ein internationaler Betrüger. Aber ganz große Klasse. Wir kennen den Herrn schon etwas länger. Und ob ihr aufsteigt oder nicht, ist dem garantiert, Schnuppe. Was hat er denn nun für einen Plan? Naja, wir sollten Meester bis morgen festhalten, solange bis das Spiel aus ist. Damit er im letzten Augenblick nicht noch alles versauen kann. Seid ihr so naiv oder tut ihr nur so? Und was geschieht jetzt mit uns? So, Cousin. Da kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich dann. Frau Händler? Ja? Wo ist der Kollege Fraschel? Ich weiß nicht, der hat Sie vorhin nach Training gesucht. Aha, ich muss leider sofort wieder weg. Die beiden Herren haben einiges zu erzählen. Er möchte zunächst sein Protokoll aufnehmen. Ja? Ist gut, ja. Ein unwahres Wort, meine Herren. Und es knallt. Klar? Mhm. Du bist ja, Heiner. Ja, ist was Wichtiges? Na, wir waren doch zum Essen verabredet. Wo warst du? Ja, du, tut mir leid. Die beiden Herren wollen dir einiges erzählen. Ich bin an dem Konsul dran, ja. Du wart auf mich, bis ich zurückkomme. Nein, nein, ich habe jetzt gleich Feierabend, du. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Morgen am Samstag habe ich doch Bereitschaft. Also, was war los? Eine saudumme Geschichte, Herr Kommissar. Ja, bitte? Grüß Gott. Mein Name ist Kettwig, Kriminalpolizei. Ich hätte gerne Herrn Meester gesprochen. Ah, Herr Kettwig. Grüß Gott, Herr Meester. Tut mir leid, ich habe im Moment keine Zeit für Sie. Wo sind denn die Unterlagen? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen alles zusammenlassen. Herr Meester, es handelt sich um etwas, was Sie sicher interessieren wird. Ja, ja. Sie müssen auf Ihrem Schreibtisch liegen. Es ist aber sehr wichtig. Herr Meester, Sie sollten entführt werden. Tatsächlich? Die Fußballer? Die Fußballer. Es hat doch nur durch einen Zufall nicht geklappt. Man hat mich mit Ihnen verwechselt. So, so. Sie müssen sich hier sehr dumm angestellt haben. Wollen wir Beate, ich möchte wissen, wo die Kopien sein sollen. Sie sind nicht da. Man wollte Sie auf diese Weise erpressen, die Aufstellung der Mannschaft zu verändern. Dummköpfe. Das ist die beste Mannschaft, die zurzeit zur Verfügung steht. Ich habe Ihnen doch gesagt, diese Fanatiker sind zu allem fähig. Nee, ich bin auch überzeugt, diese Fußballgeschichte war nur ein Vorwand. Da steckt was ganz anderes dahinter. Bitte, Herr Meester. Ja, da gehören Sie ja nun wirklich nicht hin. Da kann man Sie ja nicht finden. Sagen Sie, kennen Sie einen gewissen Gomez Ibanez? Sicher. Woher kennen Sie ihn? Er hat für mich gearbeitet. Er hat Ihnen ein Geschäft vermittelt, nicht wahr? Ein sehr gutes Geschäft, kann man sagen. Fähiger Mann. Worum geht's bei dem Geschäft? Razzagrin, ein Schlankheitsmittel, das wir den Japanern verkaufen. Den Japanern? Ganz neue Zusammensetzung. Sensationell, das Mittel. Hier steht alles drin. Das Mittel wird Aufsehen erregen. Aber warum fragen Sie mich das alles? Nun, das könnte der Grund sein, warum Gomez Sie entführen lassen wollte. Wann wird das Geschäft abgewickelt? Von Herrn Beate, da fehlt eine Seite. Ich möchte wissen, wo die ist. Ich brauche die Unterlagen komplett. Herr Meester. Wir ermitteln seit einiger Zeit gegen diesen Gomez wegen schweren Betrugs. Nur nachweisen konnten wir ihm bisher leider nichts. Das ist doch unsinnig. Glauben Sie, ich falle auf einen Schwindler herein. Das Geschäft ist in Ordnung. Sagen Sie, haben Sie morgen irgendeinen Termin, der mit diesem Geschäft in Zusammenhang steht? Ach, nun machen Sie aber mal Schluss. Hören Sie doch auf, in diese läppische Sache irgendwas reinzugeheimnissen. Sie haben doch selber gesagt, ich soll es nicht so ernst nehmen. Das sind ein paar Fanatiker, die nicht wahrhaben wollen, dass ich vom Fußball mehr verstehe als Sie. Na, haben Sie es nun. Eins steht jedenfalls fest. Mit der Entführung hat dieser Gomez etwas zu tun. Ja, aber mit dem Geschäft hat er nichts zu tun. Nicht mehr. Der Mann hat seine Arbeit getan. Der ist ausbezahlt. Das ist die Seite. Danke. Der weiß doch gar nicht mehr, was läuft. Er ist draußen, finito. Ich sichere mich ab. Keine Angst. So leicht haut man mich nicht übers Ohr. Guten Abend. Aber Herr Me... Guten Abend. Glauben Sie wirklich, dieser Herr Gomez ist ein Betrüger? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Nur ich hoffe, dass ich ihn diesmal auch überführen kann. Herr Gomez kam mir nämlich auch ein bisschen komisch vor. Wieso? Ja, er ist vor 2 Tagen noch hier gewesen. Hat auf Herrn Meester gewartet. Ich musste mal kurz raus und wie ich zurückkam, da war er im Zimmer des Chefs. Er sagte, er hätte was vergessen, irgendwelche Papiere. Und dann ist er gegangen, bevor der Chef gekommen ist.
Sagen Sie, hatte er da Zugang zu irgendwelchen geschäftlichen Unterlagen zu diesem Präparat? Ich meine, konnte das unter Umständen fotografieren? Ich weiß nicht. Jedenfalls soll morgen das Geschäft perfekt gemacht werden. Um 17 Uhr am Flughafen. Es ist schon alles vorbereitet. Es muss nur noch unterschrieben und bezahlt werden. Es wird nicht lange dauern. Die Japaner haben nur eine Stunde Zeit. Sie fliegen gleich weiter nach London. Aha. Ich danke Ihnen schön. Wiedersehen. Herr Mester, einen Augenblick noch. Was ist denn nun noch? Eines ist mir jetzt ganz klar. Dieser Gomez will verhindern, dass Sie sich morgen mit Ihren japanischen Geschäftspartnern treffen. Na, das ist doch Unsinn. Nein, keineswegs. Er glaubt nämlich, dass Sie sich in der Gewalt dieser Fußballfanatiker befinden. Das ist gut so. Er soll in diesem Glauben bleiben. Er muss sich in Sicherheit wiegen. Nur Sie müssten sich jetzt so verhalten, als ob die Entführung geklappt hätte. Verstehen Sie? Dann können wir morgen die Falle zuschnappen lassen. Lieber Mann, wenn Sie Herrn Gomez eins auswischen wollen, dann tun Sie es. Aber mich ziehen Sie da bitte nicht mit rein. Herr Mister, ich lasse mir schon gar nicht mein Geschäft verderben. Aber ich bitte Sie, das ist ein skrupelloser Gangster. Das glauben Sie, das vermuten Sie. Lassen Sie mich mit Ihren Spekulationen in Frieden. Ich mache das Geschäft, basta. Aber Herr Meister! Herr Kommissar, Gomez hat die Papiere nicht fotografiert, er hat eine Kopie mitgenommen. Ich bin ganz sicher, es fehlt eine in den Akten. Was? Ganz schöner Kotzbrocken, Ihr Chef. Aber Herr Kettwig. Haben Sie es jetzt? Ja, ich schreibe einfach. Danke. So, jetzt unterschreibt's mal da. Na, Henner, hast dein Konsul jetzt endlich verhaftet? Ach, hör bloß auf. Das ist vielleicht ein Typ dieser Mäster, kann ich dir sagen. Wegen dem geht mir der Konsul wahrscheinlich wieder durch die Lappen. Dabei wäre alles so einfach. Der brauchte nur morgen um 5 nicht am Flugplatz zu erscheinen. Dann könnte ich den Konsul auf frischer Tat ertappen. Aber nein, nein, nein. Ich lasse mir doch von Ihnen mein Geschäft nicht ruinieren. Fabelhaft. Denk nur ans Geld, dieser Herr. Entzückend. So, Henner, so schau her. Bitte. Wieso, was ist das? Ja, das ist Protokoll. Ach, komm, vergiss es. Die können doch gar nichts dafür. Die wollten ein gutes Werk tun, weiter nichts. Na, lass die Anzeige fallen. Das ist doch wohl nicht der Ernst. Natürlich ist das mein Ernst. Für mich ist der Fall erledigt. Mein Gott, dummer Jungenstreich. Ja, bitte, Sie können gehen. Ja, können wir wirklich gehen? Ja, halt's ab. Na dann, vielen Dank, Herr Kettwig. Und entschuldigen Sie noch mal die Verwechslung. Ja, ja, ist schon gut. Eigentlich ein ganz dufter Typ. Tja, irgendwie müssen wir sich revanchieren. Nein! Zu dieser idiotischen Aufstellung gebe ich niemals meine Einwilligung. Der Brunninger kann doch nicht mal einen Ball annehmen, geschweige denn treffen. Das spiele ich doch noch besser. Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Hanswurst. Was ist denn? Los, sprechen. Nein! Melden Sie sich doch. Mach ihn mal's mal. Hallo! Die stopfe ich dir jetzt rein. Deine Aktivkapseln. Damit du zur Besinnung kommst. Das wird noch Konsequenzen haben. Maul auf. Ah. So. Dann mal gleich rum. Jetzt schauen Sie mal, ja, ob es so gerade ist. Nee, rechts ist ein bisschen zu hoch. Rechts ist zu hoch, so? Ja, na, jetzt ist links zu hoch. So, so ja, so könnte es gehen. Ja, wir gehen Sie ans Telefon, Herr Kettwig. Ja, ja, ist gut. Hallo, ja, bei Banninger. Ja, Toni, was ist denn? Ist der Frischer? Ja, ja, ja. Ja, Moment, Moment, ich schreibe die Nummer auf. 342112. Ja, ist gut, mache ich sofort. Herr Kettwig. Ja? Ich bringe es mir doch einen Bleistift, dass er was anzeichnen kann. Ja, Moment, ich kann jetzt nicht. Die Fußballer, die spielen verrückt. Das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Eins, eins, zwei. Ja, hier ist Kettwig. Sag mal, was ist denn eigentlich bei euch los? Für Hebermeier spielt Ferstenlibero. Und für Meier der Brunninger Sturmspitze. Läuft alles wie geplant. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie haben freie Hand für den Konsul. Herr Meester ist beschäftigt. Moment, habt ihr den jetzt etwa auch entführt? Ach, wo denken Sie hin? Wir hören uns doch gemeinsam die Übertragung an. Herr Meester glaube ich kaum, dass er noch Lust hat, wegzugehen. Ist noch nichts bekannt. Statt Hebermann und Meier spielen nun Ferstl und Brunninger. Miserable Mannschaft! Alles Nichtskönner! Mit denen steigen wir nie auf! Er hat nach seiner so ganz einverstanden ist er allerdings nicht. Jetzt hört mal zu, wenn eine strafbare Handlung vorliegt, muss ich einschreiten. Ja, ist klar. Ja, ist gut, ich komme gleich vorbei. Ich muss vorher allerdings noch zum Flughafen. Ja, kommen Sie nur.
Aufstieg zusammen feiern. Also dann viel Glück, Herr Kedwig. Ja, ist gut, danke. Aber ja, das wird knapp. Herr Kedwig, ich kann das Bild nicht mehr halten. Ja, tut mir leid, Herr Wanninger, ich muss leider schleunigst weg. Mr. Saito and Mr. Takahashi from Tokyo, please come to meeting room 4. I repeat, Mr. Saito and Mr. Takahashi from Tokyo, please come to meeting room 4. How do you do, gentlemen? How do you do? Mr. Saito? Saito. How do you do, Mr. Mr. Takahashi. Please, I hope you had a good flight. We have enjoyed very much. That's wonderful. Please sit down, gentlemen. Thank you. Mein Lieber, du, die München ja ganz schön auf. Wieso? 2-0 warst du schon. Grüß Gott, Senor Gomez Ibanez. So sehen wir uns wieder. Sie sind festgenommen. Machen Sie darauf aufmerksam, alles, was Sie jetzt sagen, aber das kennen Sie ja alles. Das ist ja, da haben wir doch alles benannt. Er ist beschlagnahmt. Das ist ein ganz reguläres Geschäft. Aber natürlich, Herr Konsul, das ist ja klar. Bitte. Excuse me. Was haben wir da? What's wrong with these papers? Nein, nein, wrong. The man is wrong. This is a bad man. A bad man. And the Papier ist auch wrong. Alles wrong. Verstehst? Well, we must leave in another. Nein, 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 you must come with us zum Protokoll. Schreibe. Yes, please take your things. We go. My car is outside here. Please, bitte. Hm. Here. Yes. Sayonara. Was? So, also, führen Sie ihn ab. Das ist ein wundervoller Tag heute. Bis bald, Herr Konsul. Förster schießt an die Ja! Herr Meister, wir haben Herrn Gomez überführt. Ihr Geld ist gerettet. Spielt auf Förster, der flankt in den Strafraum. Brunninger steigt hoch mit dem Kopf. Geschafft. Enorm talentiert, Herr Brunninger, das habe ich immer gewusst. Herr Meister, wir haben den Fall gelöst. Ihre 100.000 sind gerettet. Gleich. Ja. Nur noch wenige Sekunden. Oh. Und immer noch hat Würzburg eine Chance. Papetti zurück zu Metzger. Und dann kommt das... Ja! Wir sind in der zweiten Liga. Keine bessere Mannschaft hätte es nie geben können. Das habe ich immer gewusst. Der Fersen und der Brunninger. Ich danke euch. Was wollen Sie denn schon wieder, Herr Kommissar? Och, eigentlich nichts.